Warum sind Rolex-Uhren so teuer? Wenn du die Leute fragen würdest, was sie für die beste Uhr der Welt halten, würden die meisten wahrscheinlich sagen, dass es die Rolex ist. Die einflussreichsten Menschen der Geschichte der Menschheit wurden mit einer Rolex an ihrem Handgelenk gesehen. Lasst uns weitergehen und die Leute nach dem Preis dieser Wunderuhr fragen. Unglaublich teuer wird die häufigste Antwort sein. Aber gibt es einen Grund, warum diese Marke so viel kostet? Guck dir das Video an und du wirst deine Neugierde stillen können. Und als Sahnehäubchen zeigen wir dir zum Schluss des Videos unerwartete Fakten über die teuersten Dinge der Welt. Bevor du jedoch in diese Welt des Luxus eintauchst, solltest du nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung zu aktivieren. Auf diese Weise bist du immer der Erste, der über tägliche Updates von der Sonnenseite des Lebens Bescheid weiß. Und los geht's. Manche Leute glauben, dass sie ihr Bein verkaufen müssten, um eine Rolex-Uhr zu kaufen. Aber in der Tat beginnt der Preis der billigsten Modelle, wie die Oyster Perpetual Damenuhr, bei 3.500 Euro. Was den mythischen Submariner angeht, den James Bond einst besaß, findet man diesen für 5.600 Euro. Sicher, es gibt bestimmt Uhren, die bis zu 60.500 Euro kosten können. Aber selbst zu einem Preis von mehreren tausend Euro sind Rolex-Uhren ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du dich für sie interessierst, werden sie dir fast 20 Jahre dienen. Und wenn du dich wirklich, wirklich gut um sie kümmerst, genießt du eine lebenslange Partnerschaft. Rolex ist eine Welt für sich, respektiert und geschätzt auf der ganzen Welt. Und hinter dem Herstellungsprozess dieser Marke stecken viele Geheimnisse. Bei Rolex gibt es eine strenge Regel: keine Fotos. Niemand weiß genau, wie viele Uhren von einem Modell produziert werden, aber es gibt ein paar coole Fakten, die wir kennen. Rolex hat ein eigenes wissenschaftliches Labor. Sie haben auch eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Um genau zu sein, Rolex verfügt über mehrere perfekt ausgestattete professionelle Labors an verschiedenen Standorten. In diesen Labors erforschen Spezialisten, wie man neue Uhren herstellt und wie man den Fertigungsprozess effizienter gestaltet. Für ihre Uhren verwendet Rolex Stahl, der besonders schwer zu bearbeiten ist. Dieser Stahl ist auch teurer als die meisten anderen Arten, aber dafür sieht er einfach zweifellos besser aus. Kein anderer Uhrenhersteller verwendet diese Art von Stahl. Ihr Material ist korrosions- und rostbeständiger und härter als andere Stahlsorten. Rolex hat eine eigene Gießerei auf dem Gelände. Eine hauseigene Gießerei von Rolex fertigt eigenes Gold, das später zur Herstellung von Uhren verwendet wird. Rolex hat mehrere Stahllieferanten, aber Platin und Gold werden auf dem Gelände hergestellt. Damit ist Rolex der einzige Uhrenhersteller, der sein eigenes Gold in seiner eigenen Gießerei produziert. Rolex-Uhren werden von Hand zusammengebaut. Da Rolex beim Thema Uhrenherstellung ziemlich verschwiegen ist, ist es ein allgemeines Missverständnis, dass ihre Uhren von Maschinen produziert werden. Na gut, es gibt einen Funken Wahrheit in dieser Aussage, da Maschinen in einigen Phasen des Prozesses verwendet werden. Aber es gibt noch mehr. Rolex verfügt über einige der besten und modernsten Uhrenmachermaschinen der Welt. Sie werden zum Archivieren, Katalogisieren und für unglaublich heikle Prozesse verwendet. Gleichzeitig werden die meisten Maschinen von Menschen bedient. Darüber hinaus montieren Menschen alles, von Armbändern bis zum Uhrwerk. Rolex stellt Fort Knox in den Schatten. Es sollte dich nicht überraschen, dass Rolex Sicherheit sehr ernst nimmt. Es ist kein Wunder, dass all diese wertvollen Metalle und Uhren viele tausende Euro wert sind. Wenn du also versuchst, Zugang zu erhalten, dann mach dich auf zahlreiche Sicherheitschecks in James Bond-Style bereit. Bei Rolex findest du eine kleine Armee von Gemologen. Rolex hat hohe Standards für die Materialien, die für die Herstellung ihrer Uhren verwendet werden. Das gleiche gilt für die Edelsteine, die sie verwenden. Rubine, Diamanten und Smaragde zieren Rolex-Uhren. Deshalb gibt es eine ganze gemologische Abteilung, die Edelsteine kauft, testet und sie in Rolex-Uhren einsetzt. Eine interessante Quelle enthüllte, dass von den 20 Millionen Diamanten, die Rolex-Gemologen im Laufe der Jahre getestet haben, nur 2 sich als Fälschung herausgestellt haben. Sie brauchen ein Jahr, um eine Rolex-Uhr zu produzieren. Ja, du hast richtig gehört. Um eine einzige Uhr zu produzieren, braucht Rolex ganze 365 Tage. Der Grund für diese lange Produktionszeit ist die Tatsache, dass fast alle Teile aus selbst hergestellten Materialien gefertigt werden. Sobald alle Teile einer Rolex-Uhr fertig sind, montieren die Arbeiter sie meist von Hand und jede Uhr wird einzeln getestet. Da die Marke jährlich etwa 1 Million Uhren produziert, kannst du dir vorstellen, wie effizient dieser Prozess sein muss. Wenn du solche Details erfährst, fragst du dich nicht länger, warum eine so scheinbar einfache Uhr ein Vermögen ist. Gleichzeitig hast du vielleicht auch Fragen zu unverschämt hohen Preisen einiger anderer Dinge. Zumindest tun wir das. Hier sind einige super teure Dinge, die dich sprachlos machen können.
Eine Feder des Huia-Vogels kostet 8.500 Euro. Der Huia-Vogel ist ein ausgestorbenes Tier und vielleicht ist das der Grund, warum eine einzelne Feder dieser Kreatur an einen anonymen Käufer für satte 8.500 Euro verkauft wurde. Naja, diese Feder war das einzige, was vom Huia-Vogel übrig geblieben ist, aber trotzdem, es ist eine ganze Rolex. 1 Million Euro für einen Parkplatz. Wenn du in Manhattan lebst, weißt du wahrscheinlich, dass jedes Stück Land ein verrücktes Preis trägt. Ein Parkplatz kann sich als 6-mal teurer erweisen als das durchschnittliche amerikanische Haus. Der Parkplatz, der 1 Million Euro kostet, befindet sich in Downtown Manhattan. Was kannst du mit so einem unfassbar teuren Stück Land tun? Naja, du könntest deinen vergoldeten Bugatti Veyron dort parken, der 9 Millionen Euro kostet und sich auch auf unserer Liste der extravagantesten Dinge der Welt befindet. Als ob der Besitz des Bugatti Veyron nicht genug wäre, wollte ein Milliardär aus dem Nahen Osten sein Auto anpassen. Infolgedessen wurde das Auto mit Goldplatten ausgestattet. Ja, ist es nicht herrlich, wenn ein Autofahrer weiß, was er... Ein magnetisches Schwimmbett für 1,4 Millionen Euro. Wenn du mit der Qualität deiner Matratze oder der Form deines Bettrahmens nicht zufrieden bist, warum nicht ein Bett kaufen, das einige Zentimeter über dem Boden schwebt? Wohlgemerkt, das ist keine visuelle Illusion. Ein magnetisches System lässt das Bett schweben. Und auch wenn ein Dutzend Menschen versuchen würden, seine Stabilität zu überprüfen, dieses Möbelstück kann mehr als 900 Kilo tragen. Ein Kristallklavier für 2,8 Millionen Euro. Dieses Klavier ist das bisher teuerste Klavier. Sein nicht bescheidener Preis liegt bei 2,8 Millionen Euro. Dieses Musikinstrument ist komplett aus Kristall gefertigt. Und in Peking wurde das Klavier während der Eröffnung der Olympischen Spiele verwendet. Ein Gebäude namens Antilia kostet rund 1,7 Milliarden Euro. Auf den ersten Blick könnte man dieses Haus für ein hohes Bürogebäude halten, aber in Wirklichkeit ist es ein 27-stöckiges Haus, in dem ein indischer Milliardär und seine Familie leben. Mukesh Ambani, der Besitzer des Hauses, ist der reichste Mann in Indien und einer der 20 reichsten Menschen der Welt. Die 6 untersten Etagen des Gebäudes bieten Platz für 168 Autos. Darüber hinaus gibt es eine Lobby mit 9 Aufzügen, die zu den Wohnräumen führen. Es gibt einen riesigen Ballsaal mit einer Decke, die fast vollständig mit Kristallleuchtern bedeckt ist. Eine weitere, komfortable Einrichtung des Hauses ist ein Hubschrauberlandeplatz, der es den Bewohnern des Hauses ermöglicht, Staus zu ignorieren und dorthin zu kommen, wo sie hin. Es gibt auch zahlreiche Schwimmbäder, ein Wellnesscenter, ein Yoga-Studio, ein Theater, ein Eiskeller mit echtem Schnee, einen Konferenzraum auf der obersten Etage mit Panoramablick auf das Arabische Meer und hängenden Gärten. 600 Leute arbeiten Vollzeit im Haus, um es am Laufen zu halten. Antilia wurde übrigens gebaut, um jeder Naturkatastrophe standzuhalten. Die History Supreme Yacht hat ein Preisschild von 3,8 Milliarden Euro. Und wenn du glaubst, dass ein Haus, das 1,7 Milliarden Euro kostet, zu viel ist, was wirst du über eine Yacht sagen, die etwa 3,8 Milliarden Euro kostet? Naja, offensichtlich ist das eine sehr ungewöhnliche Yacht. Zunächst einmal wurden nur einzigartige und super teure Materialien während seiner Konstruktion verwendet. Zum Beispiel wurde die Yacht selbst ausschließlich aus Gold und Platin hergestellt. Sie ist mit mehreren faszinierenden Statuen geschmückt, die echte Dinosaurierknochen in ihren Kompositionen haben. Die Yacht ist auch mit winzigen Meteoriten verziert. Der Besitzer dieses Wunders ist ein malaysischer Geschäftsmann namens Robert Kuo. Allerdings leugnen einige Leute die Existenz dieser Yacht und sagen, dass es nur eine clevere PR-Kampagne ist. Das liegt an dir, ob du glaubst, dass irgendwo eine Gold-Platin-Yacht die Gewässer der fernen Ozeane erkundet. Welches dieser unverschämt teuren Dinge hättest du gerne und warum? Erzähl uns von deinen Träumen in den Kommentaren. Denk dran, uns einen Daumen hoch zu geben, wenn dir das Video gefallen hat. Das motiviert uns, noch mehr tolle Videos für dich zu machen. Wir sehen uns auf der Sonnenseite des Lebens.